Hallo, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir ein paar Sidequests gemacht, die Gegend erkundet, einen Mann aus den Fängen eines Fluches befreit, wenn man das mal so poetisch ausdrücken sollte. Aber heute töten wir uns nicht. So, aber heute fangen wir mal damit an, dieses Schloss hier zu erkunden und zu schauen, was es damit auf sich hat. Schloss in Ikana, dieses Haupttor wird sich niemals öffnen. Okay, das wissen wir schon, aber wie kommen wir da rein, ist die Frage. Der Hauptmann von Ikana meinte ja, er wird ein gutes Wort beim König einlegen. Vielleicht so? Nee, wäre auch zu einfach. Vielleicht, aber auch nur vielleicht ist dieses Schild so benutzt umgedrehte Psychologie. Wenn sie jetzt schon sagen, dass es nicht funktionieren wird, dann wird es definitiv funktionieren. Scheiße. Vieles, wonach die Gyptos suchen, kann im Brunnen selbst gefunden werden. Er gibt einen Hinweis auf diese Sidequests im Brunnen, die wir mal machen werden, aber nicht jetzt. Weil ich weiß schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft, und es kann ein bisschen träge werden. Aber wieder zurück zu dem Palast hier. Oh, ich sehe noch einer. Die Brunnen im Hügel und im inneren Garten des Schlosses von Ikana sind miteinander verbunden. Oh! Okay. Die Gyptos im Brunnen von Ikana suchen nach Gegenständen von dieser Welt, daher wandern sie durch die Domäne der Menschen. Ich dachte, das ist eine Sidequest hier mit dem Brunnen, aber die Sidequest hier im Brunnen ist nicht nur eine Sidequest, sondern sie ist der Weg innerhalb des Schlosses, also müssen wir die machen. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Maske der Gyptos anziehen, sehen wir ja so aus wie einer von ihnen, ne? Man erkennt kaum einen Unterschied. Und wenn wir jetzt mit denen reden, dann sagen wir was so. Hinfort. Voll Englisch. Hinfort. Gib mir etwas Köstliches zum Kauen. Etwas, das wächst, wenn man es gießt. Am besten fünf davon. Das ist jetzt quasi eine Art Labyrinth, wie man schon an der Karte sehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sich unser Ziel links oben befindet. Aber ich weiß nicht, was sich in den restlichen Räumen befindet. Gib mir etwas Blaues, das mich gesund macht. Habe ich das? Nee, habe ich nicht. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Man merkt schon, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, weil das ist halt jetzt die ganze Zeit nur hin und zurück traveln. Ich gebe den Typen jetzt einfach diese Wundererbsen und dann schauen wir, was geht. Jetzt stehen hier wieder zwei Gyptos. Was will er hier? Gib mir etwas Köstliches, Frisches. Will er jetzt einfach nur Wasser haben? Ich meine, köstlich, frisch kann alles sein, so. Ich meine, Dekustab kann auch köstlich und frisch sein, je nachdem, was für ein Tier du bist, also. Ja, frisches Quellwasser. Okay. Hä? Was ist denn köstlich frisch? Gib mir etwas, das denn einen Lichtblitz verursacht. Am 10 davon. Oh mein Gott. Ja, der will Dekokerne haben. Der will vielleicht Milch. Für Dekokerne habe ich denn eine. Jetzt habe ich mal ein paar Dekonüsse geholt. Die können wir jetzt dem freundlichen Herrn hier geben. Ich habe die falsche Maske auf. Ich hatte recht. Was willst du haben? 10 erfrischende... Oh, bitte, bitte. Sag mir, ich hab... Ja, nice. Wir haben magisches Feuer, das zusammenkommt, und wir haben einen Po. Jetzt haben wir es geschafft. Kann man nicht... Ich glaube, dich kann man einsammeln, oder? Falls wer fragt, ja, mir fehlt eine Flasche, weil ich... Mich hat ein Vogel beraubt, okay? So, ja. Man kann dich einsammeln. Hey, du hast eine Nachtschwemme gefangen. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht von großem Nutzen sein. Das glaube ich auch, nur ich weiß nicht wo. Das Schlauste wäre es echt straight geradeaus nach oben zu gehen. Und ja, das versuche ich jetzt mal auch. Ich habe Nachforschung angestellt und habe herausgefunden, dass ich das Ding komplett falsch gemacht habe. Okay, nicht komplett falsch. Ich bin schon zumindest in die richtige Richtung gegangen, aber... Zum Beispiel dieses blaue Elixier, das brauche ich eigentlich gar nicht. Was ich jetzt nur noch brauche, sind einmal Milch, also damit hatte ich schon mal recht. Milch und einen Fisch. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Feen hier freilassen. Da haben wir schon mal unseren Fisch. Um natürlich Milch zu bekommen, müssen wir natürlich zur Romani Ranch. Und wie kriegen wir das hin? Wir müssen natürlich erstmal den fetten Steiner wegsprengen. Weil wenn wir jetzt hier in den Stall gehen, der halt kein Dach hat und auch irgendwie, glaube ich, abgebrannt ist. Das sieht irgendwie so abgebrannt aus, dieses Dach, als wäre irgendwas passiert. Ach, oh, ich bin dumm. Ach, scheiße, die Kühe wurden doch von den Aliens entführt. Scheiße, was machen wir denn jetzt?
Aber warum ist es mir nicht so schwierig ranzukommen? Scheiße. Machen wir erstmal den Dungeon weiter und dann mache ich das mit der Milch beim neuen Cycle. Wir sehen uns gleich. Und das, unser Ziel ist nicht oben links, sondern oben rechts. Und der Typ will einen Fisch haben. Es ist frisch, es ist köstlich, es ist ein Fisch. Und der Typ hier will... Der will den Geist haben, ne? Ja, gib mir einen Geist, einen großen Geist, okay. Was können wir dem hier? Na, okay. Und ab hier brauchen wir jetzt die Milch. Und deswegen hole ich jetzt erstmal die Milch und dann sehen wir uns gleich wieder. Und falls sich irgendwer fragt, wo man jetzt hier seine Flasche zurückkriegt, wenn einen dieser Vogel die geklaut hat, man kann einfach die Flasche hier zurückkaufen. Wie zum Fix soll man darauf kommen? Wie gesagt, also ich habe gesehen, wie der Vogel, nachdem er mir das Ding abgenommen hat, auf die Stadt zugeflogen ist. Aber ich habe gedacht, er hätte irgendwie vielleicht ein Nest oder sowas, ein geheimes Nest, irgendwie am Waschplatz oder so. Jetzt können wir mal in der Zeit zurückreisen. Oder warte mal. Werden dann auch die Mumien resettet? Wenn ja, könnte ich ein Problem haben. Sehen, warte, ich guck mal, vielleicht kann ich hier mir jetzt eine Milch kaufen. Ah, okay, cool. Man kann sich hier kaufen. Alles klar. Also jetzt geht's hier weiter im Tempel. Nicht im Tempel, aber im Brunnen. Und hier rechts ist ein kleiner Raum, den will ich jetzt mal erkunden gehen. Wir müssen jetzt halt hier durch. Und ich habe gehört, man sollte mit einem Deku machen. Das soll am besten funktionieren. Sicher bin ich mir auch nicht. Oh, die Fahne auseinandergebrochen. Okay, jetzt haben wir uns mal ein. Fuck it, Damage Boost. Einfach durch. Juckt nicht, komm her. Einfach Damage boosten. Im Fort. Gib mir etwas Kalziumreiches. So, und der wird jetzt die Milch haben. So, bitteschön. Ah, die ist nicht bereuen. Alles klar. Los geht's. Und jetzt sind wir endlich im finalen Raum angekommen. Jetzt müssen wir hier erstmal die Fackeln entzünden. Auf ganz klassische Zelda-Manier. Und zack. Und eine Truhe spawnt. Hey, ein Spiegelschild erhalten. Der komplett nicht creepy aussieht. Du hast den Spiegelschild erhalten. So mancher Lichtstrahl kann damit reflektiert werden. Drück R, um in die Verteidigungsposition zu gehen. Drückst du R, während du Z mit Z zielst, kannst du dich gleichzeitig verteidigen und bewegen. Man sieht schon, wenn wir uns hier ins Licht stellen, kommt, reflektieren wir das wie ein Spiegel. Wenn wir jetzt das Ding hier draufhalten, aktiviert die Sonne und da ist eine Leiter entsteht. Wenn wir jetzt das Ding hier oben hinhalten, verschwindet der kausale Block, der massive Block. Und wir haben einen Grafikfehler. Nun können wir diesen Brunnen verlassen. Jetzt sind wir in den Ruinen von Ikana. Musik ist ja geil. Okay. Ja, ich habe hier gesehen, oben gibt es einen Kristallschalter. Kann man den vielleicht abschießen? Tatsache, man kann ihn abschießen. Ah, und die... Es gibt kein Feuer mehr. Auf der anderen Seite vielleicht auch einer? Ich weiß es nicht, kann sein. Aber hier scheint so eine Art alter Fluss lang zu gehen. Also der Brunnen ist ja anscheinend ausgetrocknet, wie man sehen kann. Oder wie man gesehen hat. Aber hier scheint es auch so ein... Das ganze Land scheint hier ausgetrocknet zu sein, weil das ist ja anscheinend so ein altes Flussbett. Vielleicht kann man das irgendwie wieder reparieren. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, jetzt ist hier Licht. Okay, und jetzt können wir das Ding ausmachen. Ich hatte kurz Angst, wir müssen wieder durch das Ding durch. Da, so. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir einen Shortcut zur Schloss von Ikana. Oder zur Burg von Ikana. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Und hier können wir direkt mal den Garo besiegen, der sich hier herumlungert. Okay. Betrittst du das Schloss von Ikana, so kannst du einen weiteren Geheimpfad außer dem Brunnen finden. Okay. Also innen drin gibt es noch einen Geheimpfad außer dem Brunnen. Vielleicht kann ich ja hier Song of Storms spielen und das Ding füllt sich wieder mit Wasser. Ich hätte fast wieder das falsche Lied gespielt. Und es passiert nichts. Oh. Hallo. In einem bestimmten Raum des Schlosses von Ikana kann ein Loch in die Decke gesprengt werden. Doch ist dies nur mit einem Sprengsatz von enormer Stärke möglich.
Ah, okay. Wir brauchen also anscheinend auch ein Pulverfass und nicht nur eine normale Bomben, weil er meinte ja enorme Stärke und dafür brauchen wir halt wahrscheinlich Bomben. Hier sind überall so Dekopflanzen. Wie komme ich denn da hoch? Aber sonst komme ich ja auch nirgendwo hoch, ne? Ah, das ist ein Zeitschalter da oben. Ah, das brennt jetzt wieder. Okay. Sagen wir Folgendes. Wir gucken jetzt erstmal hier in dem Schloss nach. Vielleicht finden wir da was. Und wenn ich es nicht schaffe, dann da irgendwie auf die Pillar oben zu kommen, also auf die Säulen, dann gucke ich von außen nochmal nach, weil ich dann nicht sehe, was man. Und wir haben tanzende Redheads. Das ist kein Anblick, den du, glaube ich, sehen willst. Müssen wir das hier vielleicht schon machen, mit der in die Decke springen? Ja, ich sehe keine Decke, okay. Aber hier sind zwei Augen, die wir... Oder zumindest ein Auge. Ist das andere auch ein Auge? Warte, ich guck kurz. Ja, es sind zwei Augen, okay. Also, der schießt sich erstmal frei. Ja, okay. Ah, okay, eine Tür geht auf. Okay, okay. Die andere Tür geht auf. Werden damit rechnen können. Lassen wir die mal ihren Kram machen und wir gehen mal hier lang und schauen, was sich hier so befindet. Ein Dungeon Master! Du stirbst und du stirbst und du stirbst auch. Okay, ist kein Licht bis jetzt. Ich höre die ganze Zeit so Gestöhne hier, was ist denn hier los? Also irgendwann müssen wir ein Loch in die Decke machen, so viel ist klar, aber hier ist kein Licht, was sich reflektieren lässt. Das ist mal, aha, hier ist zumindest ein Kristallschalter, das ist zumindest etwas. Ich will wieder nochmal. Ah, okay, ja, ich verstehe es. Da ist ein Deko-Blumenschalter, also ich gehe schon mal... Mach mich schon mal mit dem Deko bereit. Das Ding, genau, fällt jetzt wahrscheinlich runter. Nein, 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 nein. Oh, shit. Kein Moment. Ah, schade. 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 Ah, okay. Jetzt. Tür öffnet sich. Und wir springen. Nice. Okay, wir haben hier Unterwasser-Landseeminen. Wenn wir am besten nicht rangehen sollten. Okay, eine Spinne. Kann ich die abschießen und dann explodieren die? Ah doch, aber nur wenn sie gegen andere knallen, genau so war das. Vielleicht kann ich das jetzt cheesen. So, wenn ich Glück habe. Well, yes, but actually no. Ja, ich muss hier irgendwo einen Schalter finden. Der ist da ganz rechts. Oh Junge. Auf was bin ich gerade geprallt? Sind die unsichtbare Plattform oder was? Jo, tatsächlich ist eine unsichtbare Plattform. Das ist glaube ich nicht die Plattform, auf die ich draufgefallen bin, aber trotzdem. Ich glaube, ich kann ja auch so lang, kann das sein? Der könnte knapp werden. Oh, der meistert ihn. Ah, hier geht's jetzt nach oben. Okay. Und jetzt genau sollten wir draußen ankommen. Ah, Tatsache, wir sind draußen. Hier ist noch ein Garo, den können wir jetzt mal eben fertig machen. Um den Zorn des Königs von Ikana zu widerstehen, verbrenne alles, was das Licht abhält und lass den König von diesem Licht kosten. Es zu glauben nicht, okay. Man soll ihn also mit Licht umhüllen. Hier, genau, sind hier die Dekoblu, ab wohin soll ich fliegen? Oh, da ist ein Herzteil. Ja, da lass ich mich noch nicht hingehen, du. Okay, nice. Perfekt. Gut, jetzt kommen wir zwar nicht mehr zurück. Aber das ist nicht schlimm. Wir sehen uns gleich oben wieder. So, okay, wir sind wieder oben. Wenn wir jetzt hier lang laufen. Vorsichtig bitte. Aber ich könnte mal reingucken. Es ist ja alles abgesperrt hier. Da ist der Spot, wo wir nachher das Ding anpacken müssen. Was vielleicht besser wäre, wenn ich das jetzt hole. Vielleicht gibt es hier gleich einen Shortcut da hoch. Und deswegen mache ich erstmal hier weiter. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es gleich einen Shortcut hier gibt. Aha. Habe ich was getan? Da hinten. Ah, okay, okay. Ich weiß, was das gebracht hat. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann sollte jetzt hier Licht runterkommen. Tatsache. Und hier sind mehr von den Dingern. Ich nehme mal die Gipfelmaske. Das ist weird. Das ist einfach weird. Ich gehe mal hier hoch. Fuck my life.
gut, haben wir dich auch. Ich habe das jetzt mal weggecuttet oder irgendwie lustig zusammengeschnitten, oder das ist... Das muss man sich damit nicht nochmal antun. Tanzt wieder schön. Und wir können hier hoch. Dem Dach hier. Und hier müssen wir jetzt gleich... Genau, hier brauchen wir das Ding. Ständig übersiehst du solche Dinge. Sieh genau hin, die Scheine haben einen Riss. Hier müssen wir das Ding auspacken, das Pulverfass, deswegen hole ich das mal ganz schnell. So, sind wir wieder hier oben. Können das Pulverfass hinpacken und weglaufen. Und da haben wir ein Loch im Dach. Sollten wir im Hauptraum landen? Genau. Fuck. Okay, das hätte ich mir besser überlegen sollen. So, da haben wir den noch entfernt. Aber man sieht schon, hier sind so kleine Schlitze. Vielleicht ist das auch für dieses Wassersystem oder so. Okay, und jetzt kommen wir in den Hauptraum. Das Witzige ist, ich weiß schon, was passieren wird, aber wenn wir jetzt hier die Maske des Hauptmanns anziehen und den Helm des Hauptmanns, dann haben wir einen anderen Dialog als sonst. Und hier ist der Thronsaal. Oh, Unverschämter, der das Undenkbare in der Dunkelheit von Ikana gebracht hat. Meine Diener fielen durch das heilige Licht, das dich beschützt. Jedoch, nun soll die Dunkelheit, in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen, was wahre Dunkelheit bedeutet. Ich habe keine Pfeile mehr, fuck. Ja, nice, sind gerade rum. Okay, schnell weg hier. So, das ist eins. Okay, weil ihr lauft von mir weg, nochmal, ich hätte das zweite Fenster auf, wenn ihr mich lassen wollen würdet. Mann ey. Okay, hab's. Oh, und da gehen sie schon beide down. Aber hier muss ich verbrennen. Oh, shit. Jetzt kommt der Boss höchstpersönlich. Okay. Ah, jetzt haben wir die Special Cutscene. Keita! Das ist doch der Hauptmann, Keita! Aber ihr seid so... winzig! Beinahe ließ ich mich durch deine Taten täuschen. Ja, das war halt... was? Also es ändert sich jetzt nicht wirklich was, wir haben jetzt kein Secret Ending oder so freigeschaltet. Es ist halt wirklich nur dieser eine kurze Satz. Komm, jetzt kommen wir bitte ins Licht. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich besiegen soll. Also du bist dematerialisiert, ne? Ja, ich kann dich nicht schlagen. Kommst du, oder? Muss ich dir was sagen? Verlasse dich auf deine Grundkampftechniken, der Kerl spielt... in einer anderen Liga als die beiden Schwächlinge hier. Wow, okay, das hat jetzt wirklich was gebracht. Mache ich das richtig? He's just standing there, menacingly. Okay. Ja, einfach mit dem Schwert draufhauen, das passt schon. Was war das denn gerade? Ja, noch 200 Herzen haben wir, wir dürfen noch eine Fee haben, ne? Ja, haben wir noch, okay.
Oh, oh, okay, da liegt er. Boah, der liegt an der beschissensten Position überhaupt. So, okay, da liegt er. Halb in der Wand drin, aber scheißegal, er liegt da. Wir haben's. Stehst mir im Weg, geh zur Seite. Ich kann ihn noch kriegen. Ey, im Weg? Hat uns so besiegt, weil du so lahm bist. Gib mir nicht die Schuld. Los, wage es mir nun, das noch einmal in mein knochiges Gesicht zu sagen. Lahm. Lahm, 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 lahm. Halt endlich die Klappe. Schau nicht so blöd, einst war ich der beste Kämpfer in ganz Ikana. Beste Kämpfer in ganz Ikana? Du lahm. Zieh deine Waffe. Was? Ich sage, zieh deine Waffe. Wie? Hört ihr wohl auf, ihr Narren. Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind, was wir sind. Es ist nicht ein Jammer, dass solche Streitigkeiten wie eure der Grund dafür sind. Vertraue in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der das Licht ins Dunkel gebracht hast, ich bin der König dieses Reiches, Igos du Ikana. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt hat, aufgehoben. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsentums versiegeln. Doch der Felsenturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Für einen alleine ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher soll dich ein Soldat begleiten, in dessen Brust kein Herz schlägt, einer, der in der Dunkelheit nicht zagt. Diese Weise sollst du in dir behalten. Du hast die Elegie des leeren Herzens erlernt. Dieses mysterische Lied erlaubt es dir, ein Bild deiner selbst abzustreifen. Spielst du das Lied, nachdem du eine andere Gestalt angenommen hast, lässt du eine von maximal 4 Hüllen zurück. Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild deiner selbst. Eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn dein Lied es so verlangt. Lass das Licht der Gerechtigkeit auf mein Reich leuchten. Oh, guck, es ist Ben.